lieber Manne, und herzlich willkommen zum nächsten Videoblog von mir. Ja, wir haben heute Dienstag, den 28.07. Ja, das letzte Video ist jetzt gerade rausgekommen. Wann das Video kommt, sehen wir schon, irgendwann steht in die Sterne. Ich habe ja extra meine Kanalinformung geändert. Ich mache es jetzt nicht mehr Dienstag und Freitag, sondern so wie es klappt. Ich probiere zwei Videos die Woche, ob das geht oder nicht. Keine Versprechen, gerade jetzt mit der Baustelle, die ich habe. Wenn es dann abends später wird, wir haben jetzt aktuell 20 nach 6 Uhr. Eigentlich ist jetzt Abendessen angesagt, aber ich stehe in der Maschine halt, beziehungsweise muss den Stolzer machen, weil ich später heimgekommen bin. Aber ich wollte euch jetzt noch eine Kleinigkeit zeigen, weil ich habe im letzten Video gesagt, ich habe für die Presse was gekauft. Und das ist die Überraschung fürs nächste Video. Ja. Ich probiere es immer wieder, ich gebe der Presse so viele Chancen. Also wenn das jetzt irgendwann einmal klappt, dann weiß ich echt nicht mehr. Zuerst einmal im letzten Video habe ich ja gesagt, der Reifen ist kaputt gegangen. Der hat ja einen Riss gehabt, porös, scheiße, blöd, lässt sich scheiße erben dann. Huschtumuck, geh weg. Und ja, jetzt ist notdürftig eine von dem Kohlami-Streuer drauf. Und ich habe gesagt, ich möchte aber die Presse ja trotzdem, die muss ja gehen. Es ist ein Ballenmaß. 36 oder Kanalmaß 36,48. Das Kanalmaß hat zum Beispiel unter alter AB63A gehabt. Das ist soweit baugleich. Die Knoten sitzen baugleich, die sitzen nicht weiter außen. Einziger Unterschied zu der AB63, die AB63 hat seitlich am Kanal eine Kurbel gehabt, da konntest du noch enger stellen und mehr Pressdruck ausüben. Kann die AB12 nicht, die AB12 hat ja auch keine Schuppenbleche gehabt. So. Schuppenbleche habe ich nachgerüstet. Vom Gefühl her haben die was gebracht. Die Klappen hinten, beziehungsweise die Kurbel seitlich, kann ich natürlich nicht nachrüsten. Ist nichts vorhanden. Was soll ich da zukurbeln? Ich meine, ich kann ein Luch reinschneiden, ein Scharnier und eine Kurbel oder so ähnlich. Ne? Nee, machen wir nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, naja gut, Welge hat sich ja bestimmt irgendwas gedacht. Im Internet liest man immer mal was von Keilbremsen an. Und ja, ich habe auch einen Fehler gemacht bei der Presse. Das habe ich ja schon gesagt, ich habe die Garnbremse falsch eingestellt. Ja, ich habe da wahrscheinlich damals in der Anleitung irgendeinen Schmanz haben gelesen. Es steht in der Anleitung explizit drin, maximal 50 mm darf es zwischen der Garnspannfeder und zwischen der Ösen vor der Nadel sein. 50 mm. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Zentimeter vorher gesagt, aber ist ja egal, 50 mm. Das sind ja nur 5 cm, ist ja nur so. Also, wenn das circa das Maß ist, dann habe ich das so viel überschritten, weil meine Nasse nämlich so weit weg im Betrieb. Bedienerfehler. Meine Schuld, stehe ich ein. Gebe ich zu, da war ich blöd. Überlesen, falsch gelesen, was der Teufel, irgendwas. Egal. Wurscht, Fehler behoben, Garnbremsen sind angeknallt. Ob es funktioniert oder nicht, muss ich allerdings sehen. Ich habe es noch nicht ganz zugedreht. Ich habe es jetzt 3 Umdrehungen weiter zugeschraubt, die Garnbremsen. Ob das jetzt was gebracht hat oder nicht, sehe ich aber erst, wenn ich was pressen tue. Ich will es jetzt nicht übertreiben und sage gleich 5, 6, 7, 8 Umdrehungen zumachen. Weil wenn ich sage, ich mache, dann reißt man hundertprozentig das Garn oder das rutscht vom Knoten runter, bevor es gebunden ist oder sonst irgendwas. Deswegen erst einmal behutsam. Kommt noch beim nächsten Betrieb. Dann habe ich gesagt, Gewelge hat sich ja was gedacht mit dem Zuspanner vom Kanal. Und ich habe gelesen, es gibt Keilbremsen. Und Keilbremsen habe ich mir gedacht, kann ich bei mir auch nachrüsten. Ich habe Schuppenbleche nachgerüstet. Ja, auf jeder Seite 3 Bohrungen mehr und noch so eine Keilbremse neu gemacht. Das ist ja wohl auch kein Drama mehr. Und dann machen wir die auch gleich neu. Dadurch wird der Kanal quasi ein wenig schmäler. Und die Keilbremsen habe ich mir gekauft. Auf der Seite Parts. Also Bart wie der Bart. Parts heißen die. Ja, da habe ich mir die bestellt. Ich habe recherchiert, ich habe gesucht. Die laufen unter der Kategorie Ballenbremse. Haben die Ersatzteilnummer von Welge 0336 32 4 die 0, wenn ich die noch ganz richtig im Kopf habe. Ja, und
Ich habe recherchiert. Überall, wo du da geschaut hast, 50, 60, 70 Euro eine. Also, puh, schon teuer. Zum Ausprobieren, ob es was bringt, ist schon teuer. Und dann habe ich die Seiten von Parts. Soll keine Werbung an der Stelle sein, aber falls jemand die Seiten nicht kennt, ich kann es auch jetzt zumindest für die erste Bestellung, die ich dort gemacht habe, empfehlen. Es ist was angekommen, es ist top. Ich habe auch gelesen, die werden über verschiedene Oldtimer-Zeitungen ausgeschrieben und über verschiedene Landmaschinenzeitungen und Landwirtschaftszeitungen. Die verkaufen gebrauchte Ersatzteile bzw. Ersatzteile aus Bestände, aus Restbestände. Und ja, teilweise deutlich günstiger wie halt sonst. Und ich habe die Dinge gefunden, auf denen ihre Seiten für, und jetzt haltet euch fest, das klappt mir nicht, deswegen ich wurde vorsichtig, einen Cent. Eine Ballenbremse für einen Cent. Ungelogen, 0,01 Euro. Ein Cent. Habe ich erst gedacht, na, verarschen kann ich mich selber, genau, für den Preis überall, wenn sie mit 70 angeboten, verarschen kann ich mich selber. Lagerbestände 8, liegen sogar in einem Lager in Deutschland. Ich habe ein wenig recherchiert, ob das irgendeine Abzockseiten oder sonst was ist. Man weiß ja nie. Ich meine, bei so einem Preis, wenn du überall quasi, naja, das 600 vorher zahlst, habe ich gedacht, na, das kann ja nicht passen. Naja, habe ich gedacht, okay, die bieten sogar PayPal an als Zollmethoden. PayPal ist recht sicher. Bei einem Cent das Teil, okay, verlierst du da 2 Cent. Das wäre jetzt auch kein Drama. Das wäre mal ein richtig geringes Lehrgeld. Und Versandkosten waren 9,95 Euro oder irgend sowas in den Dreh. Da habe ich gedacht, na gut, probierst du es einmal. Es ist ein Versuch wert, probierst du es einmal und wenn es klappt, ist recht. Wenn nicht, PayPal, musst du es halt wiederholen. Gesagt, geht da. Konto angelegt, in der Einkaufswohn, die tatsächlich, war mir wie gesagt ein wenig suspekt, bestellt. Ja, Bestätigung kommen auf E-Mail. Okay, habe ich gedacht, naja, am Ende so Phishing-Seiten, die wollen bloß die E-Mail-Adresse, dass sie Werbung schicken können oder was der Teufel. Nein, wie gesagt, also ich habe mich gewundert. Ist sogar Sendungsbestätigung gekommen. Sendungsbestätigung gekommen. Ja, man sollte den Buchstaben verschlucken. Und heute ist ein Bäckler gekommen. Ich bin vom Glauben abgefallen. Ich bin so froh, dass ich die bei denen bestellt habe, weil so habe ich jetzt für 9,97 Euro Ballenbremsen gekriegt. Eins. Zwei. Welche Ballenbremse? Da ist die Nummer. 033632, genau, und dann 4 mal die 0. Passt sogar die Nummer. Das sind die Dinge, die ist nagelneu. Die hat noch gar nichts gesehen, ist sogar noch Farb drauf. Nichts abgenutzt, nichts abgeglatzt. Ja, abgeglatzt, Lacherung. Die Dose ist eigentlich auch noch neu, der Schrauben wurde noch nicht neu gedreht. Lagerbestände. Das Ding, was ich in der Hand halte, das wiegt gut und gern 1 Kilo. Das ist schwer. Das ist Guss. Einen Cent. Top. Ich bin begeistert. Also, ja. Wie funktionieren die Dinge? Ganz einfach. Stellt euch vor, das da ist jetzt der Presskanal vor der Presse, also zwischen dem Karton und dem blauen Kästler da. Die Dinge kommen im Presskanal rein, noch ein Kolben mit, noch die Schuppenbleche. Eins da. Das andere auf der Gegenseite. Ich kann es nicht alle zwei halten, welche der Kamera. Die haben ein wenig ein Dreieck da vorne, seht ihr da. Noch hinten waren es auch Bräder, vorne schmal, hinten Bräder. Die spitziger Seiten zeigt noch vorne Richtung Kolben, die brader Seiten noch hinten. Dadurch war der Presskanal um, muss man sagen, 1,5 cm. Sage und schreibe 2 cm circa. War der insgesamt um 4 cm schmäler vor der Seiten. Ich verspreche mir jetzt davon, dass das da auch die Ballen vor mir feste macht. In Kombination mit der jetzt richtig angezogenen Garnbremse. Muss es doch machbar sein, dass die Presse einmal gescheiter Ballen ausspuckt. Geht ja gar nicht anders. Ja, die habe ich auf jeden Fall bestellt. Ich kann die Seiten, zumindest für die Bestellung, kann ich sie empfehlen. Ich habe noch nicht mehr bestellt, es war ein Versuch, aber wie gesagt, also ich bin top zufrieden. Super schneller Versand, ich habe die am Sonntag noch bestellt. Heute ist Dienstag, das Zeichen ist so.
geil. Gefällt mir. Macht Spaß, freut mich. Finde ich richtig gut. War Zufall, dass ich es gefunden habe. Ich habe schon gesehen, die haben aller möglichen Landmaschinenhersteller. Die haben KSIH, die haben Deutz. Du kriegst egal was. Kriegst alles bei denen. Du musst die Preise ein wenig vergleichen. Die haben teilweise auch normale Preise. Wenn es interessiert, schau da mal rein. Wenn ich dran denke, schreibe ich unten drunter mal die Seiten von denen mit rein. Dann könnt ihr selber mal gucken. Ist wie gesagt an der Stelle keine Werbung. Das brauche ich nicht machen, also für niemanden. Aber es kann ja sein, dass auch jemand solcher Dinge durch sucht. Es kann ja sein, dass einer sagt, er sucht für sein Ladewagen noch das und das Teil und das kriegst du dann nirgendwo mehr. Probiert es einmal dort, beispielsweise. Ist ein Versuch wert, muss keiner machen, wie gesagt, ist keine Werbung. Ich kriege auch kein Geld dafür, wenn ich das jetzt suche. Aber einmal so als Erfahrungstipp, kann man es ja teilen. So, und dann habe ich für die Presse natürlich noch was bestellt. Ich habe gesagt, der Reifen war kaputt. Natürlich ein neuer Reifen. Der alte Reifen war ein 10-15er AW. Die Größe gibt es nicht mehr. Dafür ist neu gekommen ein 10-75-15-3. Der da. Inklusive Schlauch. Ja, ist ein tubeless Reifen. Wir könnten auch ohne Schlauch fahren. Original in der Presse ist auch ohne Schlauch. Ich könnte auch ohne fahren. Ich habe aber eigentlich mir angewöhnt, in die Landmaschine immer überall Schläuche reinzuziehen. Machen wir drüber streiten. Beim IHC ist ein Schlauch drin, obwohl ihr schlauchlos fahren könnt. Bei den Grame sind Schläuche drin. Bei meinem Steib hinten habe ich Schläuche reingezogen, obwohl das auch schlauchlos Reifen sind. Die sind ja auf meinem Auto auch drauf. Ist ein Schlauch drin, den kannst du aber wieder flicken, ist der Reifen durchstochen und hast halt keine Luft mehr. Gut, die Luft hast du oder so nicht mehr abziehen, musst du nach so oder so, aber ja, an Schlauch wechselt es halt schnell. Ich habe mir das angewöhnt, ich habe einen Schlauch mit bestellt. Ja, die Schläuche liegen da. Das ist der Gruser eigentlich. Made in Poland. Das müsste eigentlich der 10er sein, ja, genau. Das ist der Gruser und da ist ein Schlauch in der Größe 712. Kabat, okay, sagt mir nichts, kenne ich nicht. Ist wurscht, die hat mal vorher bestellt, über so Reifenseiten, wo er halt auch bestellen wird. Ja, und da haben wir natürlich auch einen Reifen bestellt, das ist der da. Das ist ein 712er Implement. Ja, die zwei Reifen kommen neu. Jetzt habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich habe einen 5,6-15er Reifen bei meiner Presse auf der Pickup-Seite. Warum bestelle ich dann einen 712er? Ja, ich konnte die Zahlen nicht mehr lesen, die draufsteht. Die war so ausgenudelt und die war so blöd oder an der Hebebühne drauf gestanden. Ich konnte es nicht lesen. Also habe ich gedacht, naja, wurscht. Ich habe ja eine Anleitung. Schaust du in die Anleitung rein, steht es ja auch. In der Anleitung steht drin, Normalbereifung auf der einen Seite 10-15, auf der anderen Seite 712, denke, ja gut, wenn das passt, 712 und bestellst du. Ja, Scheißdreck, der war wahrscheinlich die Felch oder der Rafen war mal kaputt, dann hat man irgendeine Felch drauf gemacht, wo halt der passende Rafen war, vielleicht weil die Ernte gerade war beim Vorbesitzer, was der Teufel. Mit dem ist weitergefahren worden. Ja, Reifen bestellt, die Presse rausgefahren aus der Halle, übergefahren, denke, jetzt schaust du mal auf den Reifen drauf, dann sehe ich es, 560, 15, Scheißdreck. Passt der 12er natürlich nicht drauf, weil der 12er fällig und der 15er fällig macht doch ein wenig Unterschied. Ja, was magst du da? Das ist jetzt blöd. Retournieren hätten wir können, dann hätten wir das Ding wieder einpacken müssen, zurückschicken, kostet irgendwas an die 10 Euro Rückversand und dann hast du dann noch Einlagerungskosten, wieder Einlagerungskosten und. Dann habe ich gesagt, nee, komm, ich schaue, dass ich eine Felge kriege. Der Vorder gleich, ja, fällig, muss da mal gucken. Das ist ein 5-Loch fähig und die Größe, das ist ein 4,25-12er fähig. Im Internet eingeben, Kleinanzeigen, haben wir geschaut, bumm, zack, einer gefunden, die steht irgendwie da nun der Watz Richtung Straubing, die Ecken. Da habe ich mir gedacht, dann schreibst du jetzt einmal an, vielleicht verschickt es auch. Angeschrieben, ja, die Fähig ist noch da, ja, verschicken könnt ihr es auch, wenn ich das will. Ausgemacht. Jetzt habe ich eine Felge gekauft, okay, hat einen Fuffi gekostet, ist mir wurscht, das ist ein originaler, welcher AB12 Felge, also die, besser gibt's gar nicht. Dann ist das wieder richtig, dann passt das wieder.
ich habe ein neuer Reifen, ich habe ein passender Felch, ich habe auf der anderen Seite ein neuer Reifen. Wunschlos glücklich. Was will ich mehr? Die Presse ist neu bereift, die Presse hat dann Ballenbremsen drin, was eigentlich erst, ich glaube, ob der 42 oder, also die 53 hat es auf jeden Fall. Ich habe ein Ballenrutschen jetzt dafür. Ich habe Schuppenbleche eingebaut, die ja eigentlich original gar nicht drin sind. Also die Presse ist jetzt eigentlich auf einem Stand wie 1900, ja, irgendwas in die 70er Jahre, wie die Pressen gebaut worden sind, 70er, 80er Jahre. Sprich, die ist eigentlich jetzt doch deutlich modernisiert. Und jetzt verspreche ich mir davor, dass das Ding auch läuft. Schauen wir mal beim nächsten Hai. Ich habe ja noch einmal. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das klappt. Und wenn es klappt, ist alles gut. Ja, so viel dazu. Das sind die Neukäufe, die Presse. Jetzt habe ich schon wieder 18 Minuten gelabert. Dann wird wieder kommen, wie ist ganz langweilig. Aber ihr wollt immer alle Infos haben. Mache ich nicht alle Infos, dann klickt keiner mehr den Zusammenhang. Mache ich alle Infos, das ist auch wieder nicht recht. Ich mache es einfach, wie ich will, weil das ist das Einfachste. So, das wisst ihr jetzt. Vom Einbau von den Ballenbremsen war ich schauer, dass ich ein Video mache. Ich bin darum gebeten worden, dass ich das zeige, wo ich die noch mache. Ich werde euch ein kurzes Video dann machen, wenn die Presse quasi wieder einsatzklar ist. Und ja, spätestens beim nächsten Mal, wenn es im Einsatz ist, gibt es ja dann ein Video und dann sehen wir, ob das Ganze jetzt was bringt. Weil, wie gesagt, die Kombination aus jetzt richtig eingestellter Garnbremse, aus Ballenbremse und zusätzlich die Schuppenbleche, wenn das nichts mehr bringt, also dann bin ich am Verzweifeln, dann gebe ich mich vor der Presse geschlagen und dann. Keine Ahnung, also wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich sowas habe, dass der Press sich überhaupt nicht einstellen lässt. Gut, an der Stelle, jetzt mache ich erst einmal Schluss. Wir sehen uns dann, wenn ich da oder da weitermache. Ich muss nämlich 100 Stoll.
Tja, eigentlich wollte ich euch in dem Video jetzt da noch zeigen, wie ich die Ballenbremse einbaue und die Schuppenblech. Beziehungsweise Schuppenblech waren ja schon drin. Ja, das hat sich so ergeben. Das habe ich gemacht ohne Kamera. Das war scheiß gefrickelt. Kommst da beschissen? Nein, ich habe das da ausgebaut. Das sind ja bloß zwei Bolzen da und hinten die Schrauben lösen, dann kannst du es rausnehmen. Dann konnte ich mich da reinknien und konnte. Ich hoffe, ihr kennt irgendwas. Ja, ist schon ziemlich duster dahinter. Machen wir mal anders. Sonst sehe ich hier gar nichts. Das ist sonst blöd zu erklären ohne Licht. Ja. So, Presca 0, der ist halt nicht gerade hellste Art, ne? So, machen wir es einmal so. Also, ihr seht jetzt, da ist die Ballenbremse. Und die Schuppenbleche sitzen da vorne. Ja, die Schuppenbleche habe ich jetzt einfach versetzt. Die waren. Moment. So. Diese Bohrungen von den Schuppenbleche waren eigentlich da gesessen. Die Bohrungen vorne waren eigentlich da gesessen. Ich habe das Ganze jetzt ein wenig weiter nach vorne versetzt. Habe quasi einfach die Schraubenblume dann umgesteckt nach da. Hab da von einer neuer gemacht. Das heißt, ich bin jetzt mit der Schuppenbleche direkt am Kolben dran. Das Kolbenmesser läuft oben ganz knapp über die Schlossschraube drüber. Das muss ich ja mal gucken, ob das alles so funktioniert. Kann nämlich sein, wenn ich das Messer nachstelle, dann rumpelt es da mal. Das wäre nicht so gut, aber das sehe ich dann. Das ist auf jeden Fall eingestellt. Umgebaut. Und die Ballenbremse, das sind die Eisentore. Das sind so Dreiecke der Eisen. Also ja, vorne sind sie eher flach und nach hinten waren sie dann dicker. Die sollen quasi den Ballen ein wenig bremsen. Solche Hasen, die Dinger auch Ballen bremsen. Dass er nicht so leicht nach hinten ausflutscht, dass er ein wenig mehr komprimiert wird. Das heißt, jetzt kommt mein Material von vorne vom Kolben geschoben. Der drückt es immer wieder rein. Normalerweise, die Bänder halten das ja zurück. Dass es nicht einfach nach hinten rausfällt, das Bond wird ja, das Garn wird ja einfach mit da reingeschoben in den Presskanal. Und normalerweise, wenn der Kolben wieder vorfährt, entspannt sich das Material. Die Schuppenbleche, die ich jetzt hier habe, die verhindern das Ganze ja schon. Das Material wird reingeschoben, über die Rundungen drüber und hakt dann da in die Öffnungen quasi ein. Da sind sie scharfkantig und da bleibt das Heu dann hängen und kann nicht mehr zurückfedern. Dadurch waren die Ballen einmal schon fester. Das habe ich jetzt versetzt, dass die eben weiter vorne sind, wo der Ballen verdichtet wird und nicht, wo der hinten dann im Endeffekt schon der Kolben gar keine Funktion mehr hat. Ja, und die Ballenbremse selber, die macht dann, dass der nächste Ballen, also wenn die weitergeschoben waren, dass die Dode dann noch einmal abgebremst waren, dass sie nicht so leicht nach hinten ausgeschoben waren. Das heißt, die waren da gehalten und zurückfedern nach vorne und da waren sie gebremst, dass er nach hinten einfach ausweichen können. Und dadurch, ja, sollten die Ballen dann eigentlich deutlich fester werden. So. Das Ganze habe ich natürlich beidseitig im Presskanal drin. Also einmal links und einmal rechts. Habe ich jetzt beides gleichmäßig noch vorne versetzt. Ja, jetzt würde ich euch gerne zeigen, wie das ausschaut, wenn der Kolben und das Messer ganz nah beieinander sind. Aber das kann ich leider jetzt nicht machen. Weil eigentlich hätte die Presse am Samstag einmal zum Lohn was arbeiten sollen, wenn es geklappt hätte. Hat aber nicht. Die Presse ist zerlegt. Ein wenig mehr zerlegt. Ja, beim letzten Pressen hat es auch schon so komische Geräusche gemacht. Beim Erben, das war immer so ein Geräusch, so wum, 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 wum. Es kam immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ja, ganz komisch. Da hat er vorher schon gesagt, also entweder ist es eine Ketten oder was, das müssen wir mal kontrollieren. Jetzt war die Presse in der Halle drin. Ich habe die Ketten alle einmal gründlich gesäubert, abgefett. Ich habe die Zahnräder da alle gründlich gereinigt und neu abgefett mit Fließfett und einem Pinsel. Ja, matzmäßig auch aufgehoben. Die Zahnräder da, alles richtig picobello. Ich habe die ganzen Schmiernibbel nochmal abgefettet und dann haben wir es einmal durchlaufen lassen. Und das Geräusch war immer noch da. Ist nicht besser geworden. Und dann haben wir mal bei Händen durchgedreht. Und
Ja, wir haben den Fehler dann relativ schnell gefunden. Der Lagerbock da oben, der da, sitzt ja eigentlich da drauf. Da läuft ja eigentlich die Wellen mit dem Schwungrad. Und auf der Wellen sitzen wiederum die Zahnräder da. Das heißt, vorne hat das Getriebe, da sitzt ja der Treibriemer, treibt das große Schwungrad oder an. Das Schwungrad dreht sich so rum, die Zahnräder drehen sich natürlich auch so rum, bewegen da durch die großen Zahnräder und treibst du den Kolben an. Und unter anderem natürlich den ganzen Kettenantrieb, der da immer noch für alles Mögliche zuständig ist. Da läuft die Anna-Ketten, die kümmert sich dann, oder die treibt dann noch an, die Pickup drüben, da laufen Ketten und die Querfahrtere. So, also, durchgedreht bei Hand und dann hat man schon relativ schnell gemerkt, in die Lochböck da rum drin, ein Rumpeln, ein Rabbern, das hat gedauert. Da hast du gedacht, um Gottes Willen, was ist denn jetzt kaputt? Ja, so richtig rauer Lauf, so richtig hat es innerher gedauert. Und das Geräusch natürlich dann, wenn du die schnell laufen lässt, auf der 540er Wellen, mit die Pressenhüb, die sie machen sollen, dann kriegst du dieses komische Wum, Wum, Wum Geräusch rein. Und ja, wir haben das relativ schnell ausfindig gemacht. Dann haben wir geguckt in der Ersatzteillisten, das sind Pendelkugellocher drin. Und dann haben wir gesagt, na gut, die müssen wir neu machen. Kaputte Kugellocher, ja, jetzt machen sie auch Geräusche, irgendwann, wenn sie auch mal Hase oder was, steckst du ja nicht drin und naja, ausgelaufener Locher, man kennt's ja. Ja, also Pendelkuchenlocher bestellt. Billig sind sie auch nicht. Obwohl, ich kann mich nicht beschweren, ich habe jetzt welche auch gefunden im Internet. Der Vorrat geschaut, bei Gramm, bei Trost, bei Leise, bei Granit, überall wo du da schaust. Entweder sind sie auch nicht zu kriegen, weil sie zu selten geworden sind. Jetzt gibt es dann Pendelkegelrollenlocher. Ja, das sind Pendelkugellocher. Ja, die Rollen wären von der Lebensdauer ein wenig länger. Kostenpunkt aber überall, wenn du da schaust, ja, an die 110, 120 Euro für ein Locher. Zwei Stück brauchst du. Naja, überlegt, dann hat er seinen Arbeitskollegen drin gefragt, der ihm eine Ersatzteilbeschaffung macht und zeigt, der hat auch ein wenig gesucht, hat auch ein wenig rumtelefoniert. Und der hat dann bei eBay drin habe ich auch gefunden, da kostet das Locher auch nicht 30 Euro. Kommt jetzt irgendwie aus Haslach und dann hat er gesagt, ja, die sind in Ordnung, die kann man nehmen. Er hat die Teilebeschreibung und das durchgelesen und gesagt, ja, die kann man auf jeden Fall nehmen, die Tagen. Ja, eine 30 Euro natürlich schon ein wenig skeptisch, hochentlich ist kein Gelump, aber der Locher Käfig und innerher die ganzen Kugelhalter und das ist alles aus Metall. Sollte also was sagen, müssten eigentlich nächste Woche kommen. Ja, Pendelkugellocher, so schauen die Dinger aus. Das ist jetzt leider ein wenig zerstört. Ja, genau, ich bin dieses. Mal gucken, ob man das erkennt. Seht ihr da innen die Laufspuren? Ich drehe es einmal so ein wenig, dass es ins Licht kommt. Also man sieht da richtig die Laufspuren, wo die Kugeln drin auch gelaufen sind. Man sieht teilweise die Kugeln an. Gut, die sind jetzt alle ziemlich ramponiert, weil da wollte der Spannring nicht raus. Der sitzt noch drin, den muss ich noch rausmachen. Ja, auch die Kugeln sind ziemlich im Argen. Und dass die dann Geräusche machen, ja, ist kein Wunder. Ich habe noch einen Schlauch, der schaut noch besser aus vom Zustand. also es ist nicht zerfallen, aber die Laucherrillen, das ist auch nicht besser. Sind wie gesagt Schrott. Da kommen jetzt dann zwei neue rein. Ich hoffe, die kommen jetzt recht zügig und dann ist die Presse wieder voll einsatzbereit. Die Reifen habe ich aufgezogen, die Reifen sind auch montiert. So schaut das Ganze aus. Ja, der Kenner wird natürlich gleich sehen, das ist Kabelgelb. Sieht man schon da den Unterschied, ne? Und da vor der Felch, vor der Radnorm. Ist ein Farbunterschied drin. Ich weiß, man hätte CG Kenner, hätte auch Büchsen Wegegeld bestellen können, aber ganz ehrlich, wozu soll ich jetzt da Farb bestellen? Für zwei Felgen. Die Farbbüchsen stehen dann auch bloß rum. Ich habe hinten noch eine Farbbüchsen gehabt. Das war noch genau für die zwei Felgen die Farb. Für die Radnorm hat es leider nicht mehr gelangt, sonst hätte ich die gleich mitgemacht, dann hätte es ein wenig einheitlich ausgeschaut. Aber wie gesagt,
Die Felgen sind neu lackiert. Es ist keine arge neue Welge, gelb, aber das juckt mich eigentlich auch an feuchtenkehricht, weil ganz ehrlich, das ist eine Presse, die soll was erben. Besser wie rostig ist es auf jeden Fall. Hüben das selber. Das ist jetzt die Argenola Reifengröße und der Argenola Felch. Ja, das ist jetzt 7,12 und die Felch ist 4,2512. Schaut auf jeden Fall viel besser aus. Ja, gereinigt habe ich es grob drüben im Stadel, dass der größte Dreck rausfällt. Naja, ist natürlich noch mehr gekommen, weil wir jetzt dann da aufgemacht haben. Da innen werde ich es auch noch einmal ausblosen, bevor ich es wieder zusammenbaue. Natürlich dann die neue Loche auch wieder fitten, wenn die im Loch ein Bock drin sind und alles verbaut ist. Und ja, dann kriegt es auf jeden Fall im Hobenstroh einmal einen Einsatz, wo es auch was da soll. Dann gucken wir einfach einmal, ob das was wird oder ob das nichts wird. Und ja, ich bin dann auch gespannt, ob die Ballenbremse und die Schuppenbleche was bringen. Ja, das sind alles so Versuche und rumprobieren und irgendwann muss er ja mal ein wenig besser laufen. Ist zumindest die Hoffnung. Ja, das auf jeden Fall der aktuelle Stand und der Press. Wie gesagt, ich hätte am liebsten ja mal was damit gepresst, um zu sehen, wie es jetzt läuft, ob es jetzt läuft, ob alles funktioniert. Ja, ich weiß nicht, es ist nicht. Ich kann nicht helfen. Müssen wir halt jetzt noch einmal Geduld haben. Wie gesagt, ich hätte Lohn pressen können, aber man muss nicht darauf anlegen, dass was passiert und dass dann doch einen großen Schaden gibt. Wahrscheinlich wäre es ja noch deutlich länger mit der Loche gelaufen, weil, wie gesagt, Haslarven waren es so wahrscheinlich eher nicht, aber gerumpelt hätte es. Problematisch wäre es höchstens gewesen, wenn das Loch einmal irgendwann blockiert hätte oder so. Das hätte natürlich sagen können, so wie die Kugeln ausgeschaut haben. Aber jetzt kommen wir es auch neu, dann weiß ich, die Presse geht wieder, dann ist das auch überholt. Dann schauen wir mal, was das nächste ist, was dran ist. Ja, jetzt wenn ich es da schon in der Halle drin gehabt habe, habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, den Querfaderriemen ein wenig nachgespannt. 24er Schlüssel, oben und unten, gleicher Umdrehungszahl haben wir rausgedreht. Schwabbelt zwar immer noch ein wenig, aber vor der Vorderseite sieht man. Der ist jetzt frei. Der liegt jetzt nicht mehr unten auf. Vorher war er gerne mal ein wenig zu tief und hat dann geschliffen. Das sieht man da ein wenig im Eck. Das habe ich jetzt geändert. Das sieht man da, wo er im Reih gelaufen ist, da hat er leichter Schleifspuren gemacht. Wie gesagt, das habe ich jetzt abgeändert. Ich habe den jetzt ein wenig nachgespannt. Das muss man natürlich dann noch einmal, wenn es auch durchgekurbelt wird, gucken, dass das alles passt. Kann ich aber aktuell nicht machen, weil vorne fällt was und außerdem stecken noch ein paar Schrauben über die Kolbenhölzer drin. Wenn ich jetzt da weiter drehe, dann fallen die raus. Das wäre saublöd. Das wäre hier. Ja, da warten wir jetzt, bis die Lache kommen. Ich hoffe, wie gesagt, am Dienstag dann, dass er da sind. Und dann soll die Presse eigentlich wieder einsatzbereit sein. Ja, wie gesagt, so im Ganzen schaut es auch schon nicht mehr schlecht aus. Hat auch schon was. Ja, ist jetzt der eine oder andere Amo jetzt vielleicht sagen, recht verpfuscht, das ist ja gar nicht mehr original. Aber wie gesagt, das so wie es ist, ist es. Das ist wie mit der Kettendode. Das haben wir ja gebaut für die Ballenrutschen. Das wollte ich euch ja auch noch zeigen. Also es hat schon die Ballenrutschen, die habe ich ganz günstig gekriegt. Und ja, die musste man ein wenig anpassen, weil normalerweise die hat da in dem Vierkanteisen zwei Löcher gehabt. Oder in dem Vierkantrohr zwei Löcher gehabt und ist wahrscheinlich einmal bei John Deere irgendwie eingehängt worden oder so. Das hat bei uns aber nicht funktioniert, weil Welge eigentlich anders eingehängt wird. Bei Welge hast du Dia-Rohrdode, die laufen leer oder raus, die stehen da leer. Und Dia-Rohrdode, die laufen dann runter und werden eigentlich in die Ladeschuhe, die unten dran ist, einfach bloß reingeschoben. Und dann spannst du das ganze einmal mit Ketten von der Home auf die kleinen Ladeschuhen ab und von der Home auf die Grusa rutschen. Original-Welge rutschen habe ich nicht, deswegen haben wir es ein wenig anders gelöst. Wir haben einfach unten Stahl angeschmaßt. Zwar so Flachstahl. Ja. Und die gebohrt, 20er Bohrung. Da ist original die Ladeschuhe eingehängt. Du drehst die Schrauben raus, drüben das selber, dann kannst du die Ladeschuhe abnehmen. Es langt da, wenn du es einer löst, anbolzen, rausziehst. Dann kannst du da seitlich so ein wenig rausmanövrieren. Geht wunderbar. Ja, so haben wir das jetzt gebaut.
brauchst da zwar 19 Schlüssel, aber das ist ja wohl kein Drama. Die hat man auf dem Bulldog oder sonst du dann einfach dabei, wenn es weh. Und normal macht man die Presse daheim fertig, dann braucht man das Ganze nicht auf dem Feld irgendwo. Man kann die Rutschen auch nach vorne klappen. Geht normalerweise auch. Mal gucken, ob das jetzt auch geht. So, jetzt ist die Ladeschuhe einfach nach vorne geklappt. Ja, mit der Höhe, das müssen wir mal messen, ob das überhaupt noch so rechtlich vorschriftskonform ist, keine Ahnung. Das Problem ist nämlich, die können zwar noch ein kleines Stück weiter vorkippen, und jetzt liegt es da unten an, wo eigentlich die kurze Ladeschuhe reingehängt ist. Aber ich muss das einfach mal messen mit der Höhe. Normalerweise darf jetzt kein Problem sein, weil ich glaube 4 Meter ist die Hebebühne oder sowas. Und die ist deutlich niedriger. Ja, es geht ja eigentlich bloß welche Transportfahrten auf der Straße, weil sonst ist die Presse saumäßig lang. Die Rutschen steht ja ewig weit hinaus, du musst da aufpassen, auch beim Rangieren. Und wenn es auch hochgeklappt ist, geht das alles ein wenig schöner. Nein, Stottel passt da so nicht rein. Da ist Oma Balken dann im Weg, da geht es scheppern. Also fest hat er definitiv zusammen. Aber ja, es funktioniert. Nicht denken, das ist jetzt einfach nur so rübergehängt, das fällt ja noch hinten. Ne, wir haben irgendwo, ich glaube, die habe ich in der Werkzeugkasten, die müsste dann eigentlich dort mit rumfliegen. Oder auch nicht, nein, die war drüben drin liegen. Wir haben noch eine Spannkette oder eine Kette mit einem Haken drauf, die wird einfach da oben eingehängt in den Anschägel, dann da runter gespannt und da unten hat er so irgendwo eingehängt, ich glaube, das Lucht oder so hüben. Und dann kann ich nicht mehr nach hinten klappen, ist fest. Und dann hält es. Dann kannst du auf die Straße fahren, ohne dass das Ding nach hinten scheppert, ohne dass was passiert. Das ist optimal. Ja, wie gesagt, vor der Höhe ist er natürlich so ein wenig höher. Bei Wilke ist das eigentlich ein wenig anders gelöst. Ich schaue ein wenig anders vor der Form aus, gehen wir weiter nach vorne oder ach. Pff, wurscht. Es funktioniert, das System. Ja, die Ketten haben wir jetzt hinten nicht eingehängt. Das da war zu windig. Da, wenn dann Druck drauf kommt, verbiegt es den ganzen Presskanal da hin. Es ist zwar relativ stark, das Blech, aber nicht stark genug. Die Katzerladeschuhe liegt unten auf dem Anhängemaul auf, beziehungsweise die Ballen haben ja nicht viel Druck, weil sie ja bloß da oder drauf liegen, fallen ja gleich runter. Bloß die da oder da gehen, ich glaube, 6 oder 7 Ballen rein. Also rechnest du da 7 mal, ja, rund 12 Kilo, kommt da wegen Gewicht zusammen. Das auf die zwei kleinen Zugpunkte da drauf. Dann noch das Wippen vor der Presse, weil ich meine, die pufft ja dann auch immer rein mit dem Kolben. Und dann hast du da die Ballen und dann vielleicht noch Unebenheiten. Dann schwingt das Ganze und wackelt das Ganze. Ja, und das macht ja auf Dauer dann die Zugpunkte da unten kaputt. Deswegen haben wir uns entschieden, wir bauen es ein wenig anders. Oder der Vater hat die Idee gehabt, wir bauen es anders. Der hat zwar Winkeleisen genommen, gebohrt. Hat in der Presskanal da oben reingebohrt, das sind Schlossschrauben, das heißt unten ist es genauso wie bei den Schuppenblech, also ein runder Schraubenkopf, der schön glatt ist quasi, also der macht keinen wirklichen Widerstand, da bleibt da nichts dran hängen. Ja, und das hält natürlich bombig, da ist eine Bohrung drin, auch ein Schägel zum Aufmachen, zum Länge oder Katze machen. Ketten habe ich schon abgeschnitten, war eigentlich deutlich länger, es war 7 Meter Ketten, aber so viel haben wir gebraucht. Ich habe es jetzt gekappt, dann gangelt da nicht so viel rum. Ja, und so kann man auf jeden Fall dann richtig schön erben. Der Vorteil von dieser Zugpunkte ist halt jetzt des Winkeleisens mit 2 Schrauben fest. Hauptsächlich zieht es halt da dran an der Stelle, aber da wird es ja auch noch kalt, sprich, das ist richtig schön mit dem Presskanal verbunden auf einer relativ großen Fläche. Da verbiegt sich nichts, da verzieht sich nichts. Du kannst sogar hergehen, kannst dich hinten an die Presse nachhängen, kannst die Presse vorne ausheben und da biegt sich nichts, null. Also das ist genial. Deswegen steht die auch da hinten jetzt auf dem Bock drauf. Wir haben vorne jetzt den Bock mit dem Loch herausgebaut, jetzt ist er ziemlich leicht geworden. Und aus Sicherheitsgründen, nicht dass die nach hinten schnalzt, weil sie jetzt natürlich recht hecklastig ist, mit der Rutschen dran, haben wir mal vorsichtshalber den Amboss da drunter gestellt. Oder besser gesagt den alten D-Dreher da. Ja, ist einfach nur ein wenig
Absicherung, dass nichts passiert. Ja, aber wie gesagt, also das System funktioniert. Ketten haben wir über Kreuz gemacht. Dadurch wird verhindert, dass die Rutschen dann arg so seitlich schwingen tut. Das sieht man ja oft einmal, wenn die nämlich einfach nur so runtergespannt sind. Also von da auf den Punkt. Dann fangen die Rutschen immer so ein wenig das Schlenken und Schwanken an. Und wir haben das über Kreuz abgespannt. Jetzt könnte man natürlich hergehen oder einfach einen Schägel reinmachen. Und dann war das noch besser unterbunden. Wobei das beim letzten Pressen schon überhaupt kein Problem nicht war. Geht wunderbar. Ja, und so kannst du dann auch richtig schön erben. Laden hat damit super funktioniert. Ich habe erst gedacht, mal schauen, hoffentlich gibt es keine Probleme, aber wunderbar gerutscht. Hat mir richtig gut gefallen. Man sieht da jetzt die ersten Schleifspuren. Da und da. Das waren jetzt meine Ballen, die da dann aufgepresst worden sind. Oben auf dem Wagen kannst du da schön Gehchen nehmen. Ja, das Einzige, was ich einmal machen muss, entweder Gummimatten oder was auf meinen Glanzstaub drauf machen. Muss ich auch mal gucken. Aber der Vater hat schon was gesagt, wir werden auf den Neujahrstaub da mit dem Ballenaufbau oben noch Rohre machen und auch Brille, wenn zum Aufstecken noch. Und dann wird der Hänger noch ein wenig höher. Dann gehen auch da mehr drauf und dann brauchen wir das vielleicht gar nicht, weil was wollen sie noch auf dem anderen 35 Ballen? Meine Schlichttechnik noch ein wenig besser machen, suche ich einmal und dann, dann wird das auch gut klappen. Aber kommt alles. Wie gesagt, so oft habe ich das noch nicht gemacht auf einen Hängeschlicht. Und ja, das muss man erst einmal sich ein wenig rantasten, ein wenig ausprobieren. Aber es gefällt mir. Also ist richtig schön. Wenn es so bleibt und wenn jetzt die Ballenbremsdode und die Schuppenbleche auch noch was bringen, bin ich top zufrieden. Was ja eigentlich auch in dem letzten Video geschrieben haben, ich soll auf jeden Fall einmal gucken, dass ich die Garnbremse noch nachstelle, weil wenn das Band so locker ist im Kanal, ich habe es ja schon am Ende vom Video gesagt gehabt, ich habe da selber einen Bedienfehler gemacht und ich habe es glaube ich am Anfang da schon gesagt, ich habe das Maß nicht eingehalten, jetzt passt das Maß, also jetzt natürlich nicht, weil jetzt kein Material drin ist, aber wenn ich jetzt das Garn schnapp und ziehe das an, dann gehen die Federn bis zu den Ösen vor und circa so, naja, 7 cm davor bleibt es jetzt dann erst einmal stehen und dann rutscht es durch die Garnbremse nach. Ich habe jetzt einfach, ja, ich glaube 7 Umdrehungen war das jetzt, wo ich die zugemacht habe. So lose war die. Also es soll halt eigentlich jetzt schon einen gewaltigen Unterschied bringen, hoffe ich. Wie gesagt, es steht was von 50 mm circa soll es haben, laut Anleitung. Gehen wir mal davon aus, das ist ein alter Press. Die hat vielleicht schon ihrer, keine Ahnung, 30.000 Ballen oder was durchgelassen. Das war's da ja nicht. Also die Loche noch zu urteilen auf jeden Fall. von daher, wie gesagt, einmal schauen und das richtige Nachstellen geht dann erst auf dem Feld oder auf den Wiesen, wenn es da bist und da Hai oder Strub rest. Weil wenn ich jetzt hergehe und knall die gleich richtig zu, das führt mir 100% zu Bindefehler dann und macht mir Probleme. Deswegen lieber langsam rantasten, schauen wir erst einmal und wenn es klappt, ist gut. Und wenn es nicht klappt, können wir immer noch hergehen und können das Ganze richtig zuknallen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist das jetzt schon in Ordnung. Viel besser als vorher. Wie gesagt, das war mein Fehler auch. Die ersten Ballen, wo ich gepresst habe, das waren die im Huf hinein. Da habe ich die Garnbremse 3 Umdrehungen weiter zugehabt. Die Ballen waren vom Gefühl her fester und schöner, weil die haben sich auch vom Stapeln her, vom Anlanger und vom Aufgabeln schöner transportieren lassen. Dann hat aber der Vater gesagt, ich soll das einmal nicht übertreiben. Dann habe ich gedacht, naja gut, presst auf den großen Wiesen wirklich so, naja, jetzt mit der Rutschen dran, nicht, dass es Bindefehler gibt und habe die Garnbremse die 3 Umdrehungen wieder aufgemacht. Dann war ich wieder auf dem Maß, was ich quasi letztes Jahr gehabt habe. Naja, und das Ende vom Lied, habt ihr ja gesehen, 13 offener Ballen. Ja, jetzt habe ich insgesamt 6 Umdrehungen weiter zugemacht. Jetzt sind die Maße deutlich besser als vorher und jetzt hoffen wir einfach, dass es funktioniert. Ja, so viel jetzt da dazu. Jetzt habe ich einen Haufen gelabert, habe einen Haufen erzählt. Das nächste Mal die Presse im Einsatz, seht ihr dann wahrscheinlich im Haben, wenn der gedroschen wird. Aber da war jetzt ein Bekannter von Unara draußen, oder besser gesagt, eine von Unara Bauern, der hat sich den auch mal angeschaut, der wollte unbedingt wissen, was wir angebaut haben.
Und hat schon gesagt, no, da ich habe ihn da draußen, warum noch 2, 3 Wochen brauchen. Das ist interessant, da wird sich dafür interessiert, was andere auch gebaut haben. Naja, ja, und die Gaschen unten, müssen wir mal schauen, jetzt aktuell ringt es ein kleines bisschen, aber ein richtiger Ring ist es ja nicht. Also es wäre schön, wenn es einmal richtig Ring hat, dass das Großhaubere noch wächst. Aber die Gaschen vielleicht auf Ende der nächsten Wochen, je nachdem, wie es Wetter bleibt, dass man die dann runterholt. Werden wir sehen. Wie gesagt, dann mache ich mir keinen Kopf. Wenn es soweit ist, ist es soweit. Und wenn es nicht soweit ist, ist es nicht soweit. Schauen wir mal. Gut, dann an der Stelle jetzt Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Aber wenn es jetzt der Haufen Laber noch aufs Ende zu war und wenn ich einen Haufen erzählt habe, und würde eigentlich auch sagen, das ist ja sturzlangweilig, aber mein Gott, ich wollte euch die Informationen geben, die ich jetzt weiß. Ich wollte euch das sagen, was ich jetzt weiß, das habe ich gemacht. Und jetzt, wie gesagt, hoffe ich, das Video hat trotzdem gefallen. Aber wenn jetzt nicht so viel Action geboten war, aber wenn jetzt keine topmoderne Maschine zu sehen sind, aber wenn jetzt keine riesige Glas Lexion da rumfährt oder sonst was, sondern bloß meiner bobeligen kleinen Maschine, weil ich ja nur ein ganz kleiner Hobbybauer bin, wie manche denken, aber es ist mir ja wurscht. Meiner Maschine funktionieren. Mir macht es Spaß, mit der alten Maschine zu erben. Für mich sind sie vollkommen ausreichend. Ich brauche nichts Größeres, nichts Moderneres. Wenn die Presse jetzt läuft, zumindest nicht. Und wie gesagt, alles andere ist mir egal. Ich wünsche euch was, eine schöne Woche, man sieht sich wieder und ja, mit der Presse halte ich euch auf dem Laufenden. Erst einmal mal fertig machen den Hubel, wenn die Löcher da sind und dann schauen wir mal, dann soll jetzt auch wieder laufen. Ich habe ein bisschen loses Material noch im Stottel, auch vor dem alten Stroh um, joche ich das halt einmal durch oder so. Muss ich einmal gucken und ja, dann hat es auch was zu tun. Bis die doch, eine schöne Woche, Servus.